Hallöchen, was geht, ihr Lieben? Heute mal mit einem kleinen Spezial, denn es dauert ja nicht mehr lange. Aufregend. Dann gucken wir mal noch direkt in die Babytasche, was wir da so haben. Macht halt Sinn, die Tasche ist halt eher für die Mama. Jetzt kommen wir zu dem Baby. Hier. Also erstmal schon mal die coole Star Wars Box, die ist natürlich lebensnotwendig. Wenn du keine Star Wars Box hast, bist du auf jeden Fall schon mal ganz hinten dran. Jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Oh, der kleine Schnuller. Oh nein. Puh. Ist das schön. Hier, Babyschnur steht da sogar drauf. Das war ein kleines Geschenk. Ach cool. Oh nein, das hat einfach mal bald mein kleines Baby dann im Mund. Cool. Ach ja, ist das schön. So, dann geht's hier direkt weiter. Was haben wir hier? Die Einmalwaschlappen. Ja, habe ich gerade bei meinem Neffen festgestellt. Sind auf jeden Fall ganz coole Sachen. Kann man schön das Baby dann auch sauber machen. So, gibt so viel einfach. Pampers Premium Protection. Bilingual aufgewachsen. Hier, das sind Windeln. Und da sind sogar noch Coupons im Wert von 7 Euro dabei für neue Windeln. Das ist klasse. Windeln sind auf jeden Fall natürlich auch dabei. Sind natürlich ganz, ganz wichtig. So, was haben wir hier nochmal? Ah, hier sind nochmal Feuchttücher. Wir können euch das Windelwechsel nicht abnehmen, nur dafür sorgen, dass sich jeder darum weiß. Ach schön, man kann Feuchttücher wirklich nicht genug haben. Was gibt's hier sonst noch alles? Da haben wir nochmal eine Windel. War eine Gratisprobe, siehst du. Hier, aber das sieht auch nach Windeln aus. Ja. Nehmen wir so. Und nochmal eine Windel. Also hier sind auf jeden Fall ziemlich viele Windeln dabei. Kannst du auch nicht genug haben, weil ich weiß jetzt nicht, wie oft man irgendwie sein Baby am Tag wickeln muss, aber es ist auf jeden Fall richtig, richtig oft. Deswegen kannst du da nicht genug von den Windeln haben, weil sonst ist es halt blöd, wenn du irgendwann keine mehr hast und dann heult der halt die ganze Zeit nur rum. Das willst du ja dann auch nicht. So, hier ist ein Fach, da ist es leer. Hier, da ist auch leer. Also da passt überall noch was rein. Ach, das ist da fest. Ja. Je nachdem, haben wir hier schon mal so eine kleine Flasche. Kann natürlich dann auch mal sein, dass es bei der Mama nicht so richtig geht. Oder es geht halt so gut, dass du auf jeden Fall ein bisschen was abpumpen musst. Deswegen kannst du es hier natürlich schon mal schön in die Flasche dann einfüllen. Da ist auch noch mal ein Nuki drin. Was ist denn da drauf? Ah? Der Elefant ist da drauf. Kann er schön. Hier kommen wir jetzt auch mal zu den ganzen Klamotten. Aber auf jeden Fall so die Erstausstattung, dass du da schön dein Kind erstmal so ankleiden kannst, dass es schon mal weiß, wie es aussehen soll. Und bei mir ganz klar, schön mit dem Seahawks-Anzug. Football-Fan. So muss das sein. Denn hier, oh nein, guck dir die kleine Hose an. Ha, ist das schön. Ich glaube, die ist noch verkehrt rum. Muss ich mal richtig drehen. Nee, ist richtig rum. Ja, hier mit den kleinen Füßen, das ist ja so super. Genau, man muss natürlich auch so ein bisschen drauf achten, weil jetzt gerade im Sommer ist es natürlich halt ein bisschen wärmer. Deswegen muss man dem Kind auch nicht so viel anziehen, weil der kann ja jetzt noch nicht so richtig schwitzen. Aber der wird halt trotzdem warm und der findet es ja dann auch nicht schön, wenn er dann halt noch eine Mütze aufhat, denn drei Anzüge oder so und draußen sind 35 Grad. Muss man nicht haben. Ja. Und jetzt geht's natürlich hier noch weiter. Ja, hier. Oh nein, guckt hier an, wie klein die Socken sind. Was steht drauf? Ahoi steht da drauf. Oh. Komm, voll reinbeißen. Wie gesagt, also mit den Mützen und so. Klar, es ist halt ganz schön warm. Man muss halt einfach mal gucken, wie es mit der Mütze ist. Weil wahrscheinlich könnte es dir ein bisschen zu heiß sein mit der Mütze. Dann nimmt er halt irgendwie nur ein Tuch oder so, was er dem auf den Kopf legt. Aber ansonsten ist eine Mütze halt natürlich eigentlich auch trotzdem Pflicht, damit der Kopf halt nicht auskühlt. So, und die geht natürlich einmal hier mit der, weiß nicht, Mickey-Maus-Mütze, würde ich jetzt mal sagen. Würde halt zu dem Anzug hier passen. Oder du nimmst halt hier die Seahawks-Mütze, damit sie auch zu dem anderen Anzug passt. It's all about the Seahawks. Ich bin halt ein Fan. Ja, dann gucken wir mal hier weiter rein. Ah, hier, wie so ein kleiner Schlafsack ist. Also, könnte natürlich auch eine Kochmütze sein. Oder es ist halt so ein kleiner Schlafsack, wo du dann halt auch den Kleinen dann so reinstecken kannst. Dann kann er halt mit den Füßen halt wenigstens sich so ein bisschen bewegen und so, dass es dann dem halt nicht auch so eingeengt ist. Nehme ich mal an. Kann halt auch doch einfach nur ein riesen Waschlappen sein, womit man halt sich schön ein bisschen so die Arme irgendwie von den Pickeln befreien kann. Anderes Thema. Was haben wir hier sonst noch so? Ah, hier ein Schnuffeltuch zum Zudecken. Und dann haben wir hier noch drei Schnuffeltücher. Und damit sich das Kind auch schon mal so ein bisschen an den Lebensstil zu Hause gewöhnen kann, kannst du natürlich irgendwie ein kleines Kuscheltier oder so reinpacken. Oder du nimmst halt was anderes, was dir halt viel bedeutet, was halt auch irgendwie schon in das Ganze mit reinspielt. Ein kleiner Football. Der ist so weit. Cool. Dann weiß auf jeden Fall schon mal, in welche Richtung das gehen soll. Ein Fußball haben wir zwar auch noch zu Hause, aber ein Football, der muss es auf jeden Fall sein. Football Nummer 1, Fußball Nummer 2. Ja. Dann gucke ich mal hier rein. Dann sind hier eigentlich nur noch die Schnuffeltücher. Gucken wir mal, haben wir hier sonst noch alles? Hier die ganzen Klamotten, die haben wir ja auch. Was geht hier vorne? Noch ein Zettel. Was ist hier?
Ah ja, hier ist nochmal die Checkliste. Das ist richtig cool. Musst du mal gucken, wo du dir so ein Ding organisieren kannst. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, weil hier kannst du nochmal reingucken, was du halt alles brauchst. Da steht dann drauf die Papiere, die du nicht vergessen darfst. Halt so Mutterpass, Perso und alles, die ganzen Dinge. Aha, der Still-BH ist noch nicht drin. Merken. Ja, hast du gesehen? Sehr gut. Dann gucken wir mal hier noch auf. Für die... Achso. Ja gut, das ist eigentlich quasi nochmal das Gleiche, nur halt mit der Hand geschrieben. Damit du mal so einen kleinen Überblick hast, es ist halt nicht wenig, es ist halt echt eine ganze Menge, aber irgendwie ist trotzdem jedes davon wichtig. Also du musst halt die Mama anziehen, du musst halt dein Kind dann anziehen, musst natürlich dafür sorgen, dass dein Baby nicht alles voll macht, dass es sauber machen kannst und so, dass die Mama nicht mit ihrer Milch alles voll macht und so, wenn sie dann da durch die Gegend strahlt, so wie ein Springbrunnen, Wasserhahn, so... Bisschen gemein war. Naja, lass mal raus. Was soll's, lass mal drin. Also, dann haben wir hier natürlich noch hier so die Feuchttücher, die Always-Dinger. Damit tue ich mich immer noch ein bisschen schwer, aber so ist das halt. Und ja, dann da vorne der coole Nuki noch und so. Und natürlich halt so Kosmetikzeug in dem Sinn halt zum Saubermachen und so für die Mama, dass sie dann auch sich mal die Zähne putzen kann. Ja, cool. Also, wenn du noch Fragen hast oder so und du noch irgendwie was hast, was ich vielleicht hier vergessen habe oder was wir denn hier vergessen haben, dann auf jeden Fall mal ab damit in die Kommentare. Ansonsten gerne mal ein Däumchen oder Herzchen hier lassen. Hoffe, das passt alles dann überhaupt noch rein, aber wir werden einfach mal sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!